Da bin ich also wieder. Da sind wir wieder, ja. Gucken gleich in die Kleiderkiste, klauen hier erstmal alles, Nadel und Faden, grüner Wams. Gerons Eltern. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Ja, wenn die wüssten. Zeit auszumisten. Hier liegt noch ein Taubenei. Okay, er klaut hier erstmal den ekelhaften Taubenmist. Taubenmist und ein Taubenei. Oh Mann. Taubenmist. Wo ist denn der Taubenmist? Achso, wir haben ihn weggeräumt, nur. Da gibt es nichts mehr. Ich drücke doch mal eine Taste, aber wir gehen mal nach oben. Unser altes Zimmer. Mit Glasscherben. Die wir wieder zusammensetzen können zu einem Glaskolben. Sie steht da, wo sie stehen muss. Mhm. Können wir die denn? Der steht dort genau richtig. Anzünden? Okay, wir können es. Der steht dort. Anzünden und können höchstwahrscheinlich darauf auch diesen Glaskolben stellen. Und müssen irgendein Gesöff herstellen. Mit Hilfe des Herbariums. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Okay, die Schrift ist winzig. Das heißt... Wow, das bringt viel. Sie ist völlig verkeilt. Okay. Vielleicht lässt sich der Boden der Schublade herausbrechen, aber nicht so. Okay, den Boden herausbrechen. Mit was, mit was, mit was? Mit dem Messer, mit dem Messer? Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Genau, deshalb... Oh. Gwinlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune. Eine Yoruga, zwei Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Okay. Sie ist völlig verkeilt. Sie ist völlig verkeilt, aber Sippe, vielleicht mit dem Eiszapfen auf. Ich muss dringend mal... Oder der... Die Rillen sind zu eng, um die Schublade mit der Forke aufzubrechen. Okay, dann vielleicht auch wieder mit unserem Messer. Da hupt gerade jemand draußen ganz nervig. Jawohl. Hoffnungslos. Okay. Sie ist... Dann... Ich behalte... Gwinlings Mittel gegen... Ich brauche eine 1 und okay, in alles... Gwinlings kleine Pflanzenkunde. Ja. Kann man das damit einschlagen? Ich werde darauf... Okay. Mal gerade Leertaste. Wir brauchen noch was, um die Schublade zu öffnen. Jetzt kipp ich erstmal hier die Alraune da rein. Eine Alraune? Flupp. Irgendeinen komischen Bart, also. Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwinlings Gegenmittel ist. Okay. Hm. Etwas, das Krähen anlockt? Flupp. Mal noch was? Ich werde aufpassen. Wozu? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Brauner Eichenzweig. Geht da nicht rein? Wie der verfilzte Bart vom...
Vielleicht kann sich Nori später da... Wozu denn? Wozu denn? Okay, gucken wir nochmal kurz. Wendlings her. Mittel. Ich brauche eine Jo, Yoda. 2 Unzen Trashbart, etwas das und etwas in Klamm alles zu. Etwas das Feenmagie enthält. Okay, wir gehen erstmal wieder runter, machen mal kurz einen Quick Save und wieder raus. Und dann schauen wir doch mal, wo wir als nächstes. Warte. Können wir auf den Balkon? Ne, können wir nur rein und raus. Auch gut. Gehen wir mal hier unten lang. Das ist alles dasselbe. Kräuterstand. Verlassen. Können wir den aufsäbeln? Können wir. Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche, weil ich den Seher töten werde. Hilda wird schon auf sich aufpassen. Hilda wird schon auf sich aufpassen. Kann man da nicht reingucken? Was ist das? Diese Wurzel hat überlebt. Es ist eine Wurzel. Vermutlich. Jo, Dingsbums. Eine Wurzel. Mal sehen. Pfahlgelbe Wurzel, sellerieartige Blätter. Eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Super, die haben wir gesucht. Warte mal, können wir das auch? Das ist ein Eichenzweig. Jeder Andergaster erkennt das. Okay. Leiche. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Oh ja, das wird er. Das ist Olgierts Freund Ulfried. Das wird er. Ich drücke nochmal Leertaste. Gut, wir können den, glaube ich. Ach doch. Auch noch ein bisschen lang gehen. Da kommen wir aber nicht rein. Wächterhäuschen. Da steht doch einer drin. Wer da? Mit welcher Absicht? Ich bin Geron, der Vogelfänger. Was willst du? Was willst du? Ich will, Akademie der Magier? Lasst mich auf der Stelle in die Akademie. Vergiss es, Junge. Nur autorisierte Personen haben Zutritt. Du siehst doch, was da draußen los ist. Das sehe ich wohl, leeres Andergast. Was ist passiert? Wo sind die ganzen Menschen? Hast du die letzten Monate verpennt? Die Krähen haben den Wahn gebracht, der das ganze Land verpestet. Wer noch einigermaßen bei Verstand ist, verschanzt sich in seinem Haus. Der Seher verliert wirklich keine Zeit. Feenforscher? Ist Giacomo Nauta in der Akademie? Wer? Ein auffälliger Gelehrter mit verschiedenfarbigen Augen. Er sollte da sein. Ach, dieser aufgeregte Kerl. Ja, der ist hier. Super. Wie erhalte ich denn Zutritt zur Akademie? Ein Dahergelaufener wie du? Gar nicht. Ohne guten Grund geht hier nicht einmal die Akademieleiterin ein und aus. Ein Nichtmagier wie du müsste schon einen Freibrief beim König selbst erwirken. Dann tue ich das. Eine Audienz beim König. Du. Und auch noch in diesen Zeiten. Der König hat sich doch genauso hinter seinen Mauern verschanzt wie sein Volk. Bis später. Bessern. Schon wieder so ein freundlicher Typ. Also, der Feenforscher befindet sich da drin und, Der Einzige, der mir Erlaubnis erteilt. Mit denen zu sprechen, das wäre wahrhaft toll. Aber wie kommen wir da rein? Das ist die nächste Frage. Wir latschen einfach mal weiter, weil irgendwo müssen sich ja noch hier die Zutaten verbergen. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Okay. Weg mit dem Fetzen. Jo, wir haben doch hier ein weißes Zettel. Grünes Eichenblatt und rote Krone auf weißem Grund. Wenn ich das Banner erneuern will, brauche ich diese drei Dinge.
Okay, rotem Grund. Können wir doch bestimmt... Mein Kopf ist leer. Mist. Schade. Windling würde sich... Wir müssen irgendwie das Blut... Der lässt sich ne... Womit soll ich das zusammennähen? Der lässt sich ne... Wozu? Das Blut da drauf bekommen? Keine Zeit für sowas. Ich muss dringend... Ich weiß. Mir fällt dazu... Warum leuchtet das auf, wenn ich das... Könntet, aber ich muss sicher gehen. Wird doch nicht... Könntet, aber ich muss... Könnte Taschbart sein, aber ich muss sicher gehen. Okay, ach so. Mal sehen. Graugrüne Flechte verwunschener Wald. Das muss eine Taschbartflechte sein. Yippie! Fehlt uns nur noch das mit der Feenmagie, ne? Fenster. Toga? Wer? Geron? Der Vogelfänger? Du kannst dir nichts ausrichten. Diese Biester kann keiner fangen. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Den kennen wir ja auch noch. Lass mich zum König, sofort. Oh, mach dich nicht lächerlich. Niemand tritt vor den König. Das Unheil, das der Seher über uns gebracht hat, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit. Genau deswegen bin ich hier. In diesen Tagen herrscht das Verderben über Andergast. Am besten läufst du einfach weg. Weit weg. Du bist noch jung. Nein, 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 wir laufen nicht weg. Du siehst müde aus. Ich tue seit Tagen kein Auge zu. Warum nicht? Eine Krähe hatte mich angegriffen. Seitdem plagen mich schreckliche Träume, dass meine Frau im Kindbett stirbt und meine Tochter für immer in den Wäldern verschwindet. Beides ist wahr geworden. Das tut mir leid. Aber jetzt gewähr mir doch bitte Zugang zur Burg. Es muss doch möglich sein, zum König vorgelassen zu werden. Solange die Krähen hier ihr Unwesen treiben, gelangt niemand in die Burg. Okay. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Ja, mein Freund. Wir wollen aber nicht fliehen. Wir wollen die Krähen vertreiben. Ich drück nochmal die Taste. Ach, Krähen, 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 Krähen. Ein Vogelfänger braucht die richtige Falle und den passenden Köder. Ich glaube, das sagt er wahrscheinlich bei allen. Ein Vogelfänger, die richtige... Ein Vogel, genau. Die Krähen haben von dem fast so als wüssten. Die Krähen haben fast so als wüssten sie. Okay. Kann man das so wieder hochlassen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Gut, das bringt ja jetzt nicht sonderlich viel. Kann man es auch wieder runterholen. Denn wir brauchen das tolle Banner. Erstmal kippen wir nochmal die ganzen Zutaten zusammen, die wir gefunden haben. Hier ist auch nicht wirklich mehr was. Kann man ein bisschen schneller gehen. Und hinein. Tür zu und hoch. Okay, die Flechte. 2 Unzen Traschbart. Flupp. Und das. Eine Yoruga. Flupp. Gwendlings mit. Ich brauche eine zwei und etwas, das Krähen. Und etwas, das Feenmagie enthält. In klar. Alles. Okay. Etwas, das Feenmagie enthält. Ja. Gwendlings klein. In seinem Innern glitzert etwas. Er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Ha! Hinein! Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Jetzt müssen diese biestigen Krähen... Au! Heiß! Ah, das kennen wir auch noch irgendwoher.
Ach, der Geron. Er ist der Blitzmerker. Jetzt müssen diese Biestie... Können wir das hier... Wozu um? Ich habe alle Zutaten. Ich habe... Jetzt müssen wir das... Vielleicht. Banner irgendwie... Jetzt habe ich eine Parlamentärsf... die ich nicht brauche. Ja, wir müssen das... Der steht dort... Banner irgendwie... färben. Und hier in die Schublade würde ich eigentlich auch noch gern reingucken. Sie ist völlig verkeilt. Wirklich sehr, sehr gerne. Geht nicht kaputt. Dieser Fluch hat auch Grenzen. Keine Zeit. Sie ist... Wenn wir die rausholen und dann wieder den... Aber... Ne, das geht nicht mehr. Jetzt kommen wir an die anderen nicht dran. Können wir... Wird doch nicht. Können wir nicht. Das hilft auch nicht. Nicht so. Ja. Nicht so. Womit soll ich das zusammennähen? Vielleicht kann sich... Grün und Weiß, die Farben Andergasts. Vielleicht kann... Ja. Grün und die... Dann, warte mal... Grün und die... Grün und die... Ja. Womit soll ich da... Vielleicht kann sie... Ja, dann nächste... Ausgerechnet... Ach, ich glaube, wir müssen das einfach... Warte mal...